Die Entwicklung des autonomen Fahrens. Ein Kraftzentrum dieser Tätigkeit liegt in Kalifornien, genauer im Silicon Valley, der Heimat so einflussreicher Weltkonzerne wie Apple, Google und Facebook. Für Autohersteller ist dieser Standort besonders interessant. Volkswagen hat hier bereits seit 2 Jahrzehnten eine Geschichte im Bereich von Forschung und Entwicklung. Wir sind unter anderem hier, weil es im Silicon Valley sehr gute internationale Talente gibt. Und genau da wollen wir sein. Diese Talente sollen bei uns arbeiten, damit wir ein innovatives Unternehmen sind und ein Top-Technologieanbieter. Spätestens seit dem Gewinn des bekannten Wettbewerbs DARPA Grand Challenge im Jahr 2005 spielt autonomes Fahren hier eine entscheidende Rolle. Damals gewann ein Team von Volkswagen und der Stanford-Universität den Wettbewerb. Autonomes Fahren ist eine Herausforderung solchen Ausmaßes, wie es zum Beispiel das Fliegen und die Personenluftfahrt vor rund 100 Jahren war. Damit autonomes Fahren etwa sicher und umweltfreundlich wird, haben Hersteller noch viel zu tun. Bloß wann werden wir solche Fahrzeuge kaufen können? Also ich glaube, Sie als Privatperson werden so ein Auto wahrscheinlich 2030 kaufen können, weil dann die Technik so günstig ist, dass man eben da das auch in Privatnutzung geben kann. Und vorher kommt das eben in kommerziellen Anwendungen. Und da muss halt dann das Auto so gut sein und so viele Schwierigkeiten bewältigen können, dass es eben auch mehr Umsatz generiert, als es kostet. Ja, und wir gehen davon aus, dass so ab 2025 diese Zeit beginnt, dass eben flächendeckend größere Zahlen von Robotaxis in dem Falle sagen wir, in Städten unterwegs sein werden und auch zum Stadtbild dann gehören werden. Beim autonomen Fahren müssen Ingenieurinnen und Ingenieure vieles beachten. Die Sicherheit des Fahrzeuges, seine Entscheidungen, die Datensicherheit, die Umweltfreundlichkeit bis hin zur Frage, wie verbringe ich meine Zeit im Fahrzeug, wenn ich nicht mehr fahren muss? Kann ich mich wie zu Hause fühlen? Eine Vision dafür sind holographische Games, steuerbar über Gesten. Genau diese Situation hat ein junges deutsches Startup in Los Angeles vor Augen. Sie wollen das Gefühl, Fahrzeit ist verlorene Zeit, verändern und das Fahrerlebnis revolutionieren. Dafür hat das Unternehmen bereits in Hollywood angedockt. Wir entwickeln eine Software, die im Prinzip Fahrzeugbewegung, Bewegung eines realen Fahrzeugs mit virtuellen Inhalten synchronisiert. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Passagier in einem normalen Fahrzeug, haben eine VR-Brille auf und statt in einem Fahrzeug sitzen Sie beispielsweise in einem Raumschiff, was sich genauso bewegt, wie sich das reale Fahrzeug bewegt. Und damit wird das ganze Erlebnis viel intensiver, weil ich natürlich das haptische Feedback des echten Fahrzeugs habe und dann aber das virtuelle, was ich sehe. Und ja, diese Software für so etwas bauen wir und deswegen sind wir hier auch bei Studios in Los Angeles viel unterwegs, weil die mit unserer Software halt Erlebnisse fürs Fahrzeug, also für Passagiere in Fahrzeugen bauen. Auch beim sogenannten In-Car-Entertainment, wie Profis diese neue Art der Unterhaltung nennen, geht es um Nutzfahrzeuge. Für uns sind natürlich insbesondere Nutzfahrzeuge gerade in der Anfangsphase stark im Fokus, weil ich dort häufig Passagiere transportiere, jetzt beispielsweise in einem Shuttle-Service oder in einem Mobilitätsangebot. Diese Passagiere haben häufig eben oder empfinden diese Zeit als Passagier als verlorene Zeit und genau da setzt unser Angebot an. Also deswegen sind die Nutzfahrzeuge in Summe für uns sehr, sehr klar im Fokus, auch gerade weil ich vielleicht auch soziale Erlebnisse mit mehreren Passagieren ermöglichen kann, die in diesen Fahrzeugen unterwegs sind. Und das ist definitiv einer der ersten Schritte für uns, um unsere Technologie dann dort auch erlebbar zu machen für Passagiere. Ob im Bereich Antrieb, Design oder Anwendung. Nutzfahrzeuge befinden sich weltweit im größten Wandel ihrer Geschichte. Die stetig steigenden Anforderungen an den Personen- und Warentransport treiben die Entwicklungen im Eiltempo voran. Bei der Fußball-WM in Katar im Jahr 2022 sollen sie in Form des Volkswagen ID.Buzz groß rauskommen. Als autonome, vollelektrische Transporter. Die neue Mobilität soll bezahlbar, nachhaltig und komfortabel sein. Rund um die Uhr.